Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Kurz vor Ende von 2020 habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, nochmal einen Controller Aiming Guide rauszuhauen. Was heißt ein Aiming Guide? Sondern einen benutzerdefinierten Einstellungsguide für dein Aiming aus der Hüfte, aus dem Visier und so weiter. Ich habe mir zig Videos in den letzten Tagen reingezogen von verschiedenen anderen Leuten, die ihre Einstellungen zum Besten gegeben haben. Es gibt benutzerdefinierte Einstellungen, die kennen viele nicht. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. In den Einstellungen habt ihr in den Controller-Einstellungen benutzerdefinierte Einstellungen mit extrem vielen Parametern und so weiter. Und darum soll es heute gehen. Zum Schluss habe ich noch ein paar einzelne Einstellungen raus, die ich euch empfehlen würde, die ihr ebenfalls mit einstellen solltet. Das ist aber alles Geschmackssache, wie ich denke. Was aber viel wichtiger ist, alles, was ich euch jetzt erzähle, heißt nicht zu 100%, dass das bei euch hilft, dass das euch zum absoluten Aiming-Apex-Gott macht. Auch die ganzen anderen Einstellungen, die ich mir in den letzten Tagen so reingezogen habe von anderen YouTubern, die meisten versprechen alle, damit bekommt ihr das Laser 100%, null Recoil, Aim und so ein Käse. Das ist alles totaler Schwachsinn, denn nicht jede Einstellung passt zu euch, zu mir, zu sonst wem. Deswegen habe ich jetzt auf dem Trainingsgelände eine Menge Einstellungen getestet, die Parameter einzeln angepasst, und ich zeige euch, was ihr alles einstellen könnt. Ihr könnt das alles erstmal so übernehmen, wie ich es habe, und vor allen Dingen würde ich euch aber auch raten, selber zu probieren. Ins Trainingsgelände gehen, 1-2 Stunden sich wirklich mal Zeit zu nehmen und die ganzen Einstellungen durchgehen. Man sieht auch gewisse Grundeinstellungen, gibt es einzelne Striche, die euch zeigen, das ist die Grundeinstellung oder das war die Grundeinstellung, und da könnt ihr den Parameter immer so ein bisschen verschieben. Und was auch eine geile Sache ist, auf dem Trainingsgelände könnt ihr die Bots einstellen, aktiviert die, dass die als Feind gegen euch arbeiten, und da könnt ihr einfach mal in der Praxis testen, bringt das was oder nichts. Nicht, dass ihr die ganze Zeit irgendwelche Einstellungen ändert, dann geht ihr in euer Public oder Ranked Match oder sonst wo und kriegt so vor den Sack und merkt, Mensch, die Einstellungen sind totaler Käse. Deswegen probiert euch erstmal ein bisschen aus, aktiviert später vielleicht die Bots und schaut, was ihr da machen könnt. Wir gehen jetzt Stück für Stück die ganzen Parameter durch. Ich erkläre euch hier und da ein bisschen was. Nicht zu jedem Parameter kann ich was sagen, weil es einfach vielleicht ein bisschen zu fachchinesisch ist. Starten wir einfach mal. Und wir gehen hier in die Einstellung. Wie gesagt, später gehe ich noch in ein paar Grundeinstellungen, Gameplay, Video, Audio und so weiter ein. Aber es geht mir hauptsächlich um die benutzerdefinierten Einstellungen. Das sind die hier ganz unten. Wenn ihr in die Controller-Einstellungen ganz runter scrollt, seht ihr hier erweiterte Blicksteuerung. Deswegen wundert ihr euch wahrscheinlich, warum das hier alles grau ist. Alles, was ich hier eingestellt habe, ist deaktiviert. Das hat quasi keine Wirkung, weil ich hier drauf gegangen bin und eben das aktiviert habe. Stelle ich das auf aus, sind die ganzen Parameter weg und alles, was ich hier eingestellt habe, ist wieder aktiv. Ich muss erstmal die Cursor ein bisschen so. Aber wie gesagt, wenn ich hier drauf gehe, ist das alles deaktiviert, wenn ich das hier auf einstelle. Es geht jetzt im Groben, im Großen und Ganzen erstmal um die Einstellungen, wenn wir vielleicht aus der Hüfte schießen, uns durch die Umgebung schauen, uns drehen, wenden, hast du nicht gesehen, oder vielleicht sogar eine Lootbox looten und so weiter und so fort. Ne, das mit der Lootbox kommt später, vergesst das wieder. Und dieselben Einstellungen gibt es dann nochmal, wenn ihr quasi eine Waffe in der Hand habt und auch mit dieser Waffe anvisiert. Da geht es speziell um die 6 Einstellungen hier. Das sind einmal die Einstellungen, wie schnell ihr euch umsehen könnt aus der Hüfte, und dieselben Einstellungen einmal, wenn ihr im Visier seid. So, wir fangen aber erstmal mit der Todzone an. Die Todzone ist nichts anderes als, wann reagiert euer Stick auf die minimalste Bewegung. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Ich setze das mal ganz krass, ganz hoch. Und wenn ich jetzt hier meinen Analogstick bewege, ihr seht, hier passiert erstmal gar nichts auf die minimalste Bewegung. Erst wenn ich es ein bisschen doller bewege, passiert was. Deswegen stellt das, die Standardeinstellung ist hier, und ich gehe hier einfach, wie viele Ticks nach links? 2 von der Standardeinstellung zurück, und ihr seht, wenn ich jetzt hier drücke, passiert sofort was. Es geht einfach darum, dass der wirklich jede einzelne Bewegung wahrnimmt, aber nicht so krass, dass ihr vielleicht total veraimt irgendwie aus der Hüfte oder sonst irgendwas. Das ist die Todzone. Äußerer Grenzwert kann ich euch gar nicht so genau erklären. Ich würde es auf Standard lassen, und ihr seht ja anhand der grauen Striche, dass das hier
quasi bei dem Wert, der Standardwert ist. Reaktionskurve ist auch relativ simpel. Ich habe es vom Standardwert minus 2 quasi nach links, würde ich es machen. Und das beschreibt nichts anderes. Ihr seht auch oben rechts die Beschreibung nochmal selber. Da könnt ihr das nochmal durchlesen. Aber manchmal versteht man nicht so ganz, was das einem überhaupt sagen soll. Aber die Reaktionskurve beschreibt, inwieweit der Analogstick überhaupt reagiert. Wie schnell, wie langsam, wie träge und so weiter. Oder vielleicht sogar unruhig sich anfühlt, wenn die Werte zu hoch oder eben zu niedrig sind oder gar nicht wirklich reagiert. Das habt ihr ja gerade gesehen. So, das ist auch eine sehr interessante Einstellung. Durch optische Einstellungen hier könnt ihr die Empfindlichkeit jeder einzelnen Visierstufe einstellen. Die Werte seht ihr hier 1,0, 1,2, 1,4, 1,4, 1,2, 1,0. Und spaßeshalber habe ich die 10er Optik mal auf 10 gestellt, um euch einfach den Unterschied zu zeigen, beziehungsweise was bedeutet das? Ganz einfach, ich gehe jetzt hier in die Triple Take mit dem Visier auf vierfach. Hier sehen wir, ich kann mich ganz easy umschauen, ohne groß zu veraimen. Zack. Und jetzt stelle ich auf zehnfach. Und auf einmal bewegt sich alles extrem schnell. Nicht, weil es ein zehnfach Zoom im Allgemeinen ist und ich so nah ran bin oder rangezoomt habe, sondern einfach, weil es auf Maximalstufe 10 eingestellt ist. Das ist einfach viel zu schnell. Das sollte klar sein. Hier wollte ich euch einfach nur verdeutlichen, was das für einen Effekt hat, wenn man hier dran rumspielt. Ich lasse den Zehnfach-Zoom natürlich auch auf 1,0. Und auch hier würde ich euch raten, geht ins Trainingsgelände, probiert die einzelnen Visiere aus und schaut einfach mal, was funktioniert für euch am besten. Denn nicht, was ich hier eingestellt habe oder was euch andere versprechen, funktioniert bei euch, dass ihr das mega Jahrtausend Laser Aim habt. Das ist wirklich alles totaler Schwachsinn. So, die nächsten 6 Einstellmöglichkeiten sind alles Geschwindigkeitseinstellungen, Reaktionseinstellungen, wie schnell oder wie langsam man sich drehen kann, wie lange es dauert, bis man sich in der höchsten Geschwindigkeit umsehen kann und so weiter. Und das alles aus der Hüfte. Und die nächsten 6 sind dieselben Einstellungen, nur noch einmal, wenn wir ins Visier gehen mit der Waffe. Die ersten beiden Einstellungen relativ simpel erklärt. Wie schnell kann ich mich horizontal? Und das zweite ist, wie schnell kann ich mich vertikal umsehen? Das ist schon eine Einstellung, wo ich mir sage, die könnt ihr von mir nicht übernehmen. Vielleicht seid ihr ja so krass und könnt euch so schnell aus der Hüfte umsehen. Also ich könnte es nicht. Vor allen Dingen, wenn du looten willst, da überlootest du wahrscheinlich die Hälfte. Ich könnte das nicht und deswegen ist das so ein Punkt, wo ich mir sage, das könnt ihr nicht 1:1 übernehmen. Hier kann man zwar wie wild looten, aber ob das jetzt alles so punktuell so ist, wie man das will, das ist totaler Schwachsinn. Deswegen habe ich hier die Grundeinstellung, oder ich mache es einfach mal ganz niedrig, damit ihr seht, hier, das ist die langsamste Einstellung, hoch, runter, hier nach oben, extrem langsam. Und das ist, wenn der Controller voll durchgedrückt ist. Davon gehen die immer aus. So, jetzt setzen wir das natürlich wieder zurück. Ich habe die Grundeinstellung bei beiden, Moment, und jeweils nochmal plus 6 nach rechts oben drauf. 4, 5, 6, 1, jetzt Grundeinstellung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drehung, Zusatzgierung. Das ist irgendwie eine ganz komische Einstellung, die ich überhaupt nicht richtig erklären kann. Hier habe ich die Grundeinstellung. Habe ich auch wirklich in vielen anderen Videos. Ich habe bestimmt 7, 8 verschiedene Videos gesehen, wo es um diese Einstellung geht. Jeder hat es irgendwie anders, aber die meisten, das kann ich euch sagen, haben die letzten 3 Punkte hier komplett auf 0. Und auch bei dem Invisier haben viele alles komplett auf 0. Ich würde es nicht komplett auf 0 setzen. Drehung, Zusatzneigung ist standardmäßig schon komplett auf 0. Kann man so lassen. Wie gesagt, die beiden kann ich euch nicht wirklich erklären. Aber die anderen beiden, einmal Anlaufzeit und Anlaufverzögerung. Das ist, wenn ihr komplett den Controller, also den Analogstick, durchdrückt, gibt es eine Verzögerung. Dann fängt die Drehung langsam an und wird immer schneller und hat irgendwann die Maximalgeschwindigkeit. Und die Anlaufverzögerung ist eben ein Zusatz, wie lange das dauert, dass das alles nicht sofort reagiert. Ich habe einen extrem nervösen Aim-Daumen. Deswegen, ich veraime sehr schnell und reagiere, wenn ich versuche, dem Rückstoß einer Waffe entgegenzuwirken, dann wirke ich dem manchmal zu dolle entgegen. Und die beiden Sachen bewirken, dass der Controller vielleicht nicht zu krass reagiert, sondern dass es dir einfacher fällt, nicht zu überaimen. Ich hoffe, dass ich das soweit richtig erklärt habe. Oben stehen auf jeden Fall noch einmal die einzelnen Erklärungen. Aber wenn ich hier lese, Gierung und Zusatzneigung, den ganzen Gedöns, das ist ein Fach Chinesisch, den versteht sowieso keine Sau so wirklich. Ich rate euch hier bei den letzten beiden von 0 aus, habe ich die Drehung Anlaufzeit
plus 2 und Drehung, Anlauf, Verzögerung plus 1. Wie gesagt, nochmal der Tipp. Testet euch im Trainingsgelände aus. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein Beispiel hier. Vielleicht habe ich das so scheiße erklärt, dass es der ein oder andere einfach nicht verstanden hat. Ich glaube, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, hier, ihr seht, ich ziehe voll durch nach rechts und ihr seht, es ist erst langsam und wird dann immer, immer schneller. Das ist einfach dafür da, dass wir vielleicht nicht, wenn wir den nur antippen, den Analogstick, dass wir sofort eine extreme Drehung haben. Weil vielleicht finden wir das geil, eine extrem hohe Sensitivität zu spielen, aber dass der Controller bzw. der Analogstick aber zeitgleich nicht so extrem schnell reagiert. Das dazu. So, wie hatte ich denn das jetzt? 1, 2 und das hatte ich, glaube ich, auf 1. So, genau. Moment, sehen wir jetzt hier ein Paradebeispiel einfach als Gegenteil. Hier seht ihr, wenn ich voll durchziehe, dreht er sich sofort extrem schnell. Das ist natürlich praktisch. A, kannst du, wenn dich ein Gegner angreift, dich relativ fix umdrehen, aber nicht so schnell, dass du völlig verpeilst, wo überhaupt der Gegner steht. Und deswegen stellt das nicht komplett auf 0. Kann man auf 0 stellen. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich auf 0 haben. Es ist auch nicht verkehrt. Ich jedenfalls habe so einen nervösen Daumen. Gerade wenn ich aus der Hüfte schieße, veräme ich so schnell, weil ich nicht so sensibel im Nahkampf auf dem Gegner draufbleiben kann. Wenn man mal hier so ein bisschen hin und her zappelt, dann trifft man vielleicht den Gegner nicht richtig. Und so überaimst du nicht so, wenn du zu sehr nervös mit deinem Finger umgehst. Eigentlich ganz simpel. Auch wenn ich jetzt ein bisschen zu viel darüber gequatscht habe. So, die nächsten 6 Einstellmöglichkeiten ist genau das gleiche. Nur mit der Waffe im Anschlag. Ganz simpel. Hier sage ich euch einfach nur, wie meine Einstellungen sind. Und gerade hier ist es wichtig, testet euch aus, nehmt euch die Zeit. Ich kann euch das nur noch immer und immer wieder ans Herz legen. Es macht absolut Sinn. Vertikale und horizontale Empfindlichkeit habe ich auf Standard. Ihr seht es nochmal hier, diese grauen Linien, die wir hier haben. Das bedeutet, dass die Standardeinstellung, so wie es Apex vorgibt. Also Standard und Standard, die ersten beiden. Und hier habe ich viele andere Videos gesehen und Internetseiten, wo die letzten 4 Einstellungen alle auf 0 sind. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ich verweise hier nochmal auf meinen nervösen Finger. Hier wird dir halt, wenn du das alles auf 0 stellst, vielleicht die ein oder andere zu schnelle Bewegung nicht verziehen. Und ich überaime da sehr offen. Deswegen habe ich die letzten beiden Einstellungen, 1, 2, 3, 4 und das letzte auch 4 hoch. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch das wahrscheinlich auf 0 setzen. Könnte ich mir fest vorstellen. Das sind die benutzerdefinierten Einstellungen, wie ihr sie für euch individuell anpassen könnt. Jetzt gehe ich noch ein paar Einstellungen durch, die ich euch trotzdem noch ans Herz legen würde. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch erwähnen, wie man die Bots aktiviert, wenn ihr das alles einfach mal testen wollt. Dafür gibt es andere Videos. Ansonsten, wer das nicht weiß, bleibt bis zum Schluss dran. Ich zeige euch das nochmal. So, was habe ich alles mittlerweile ausgestellt? Ich habe extrem viele Sachen visuell ausgestellt, weil sie mir einfach auf den Sack gehen und ich das Gefühl habe, dass ich teilweise den Gegner überhaupt nicht richtig sehe. Deswegen habe ich deaktiviert. Ach so, so eine Tastentipps. Was für eine Taste muss ich zum Looten drücken und den ganzen Schnickschnack? Das habe ich alles ausgeschaltet, weil jeder, der Apex lang genug zockt, der braucht diesen ganzen Scheiß nicht. Schadenskreuz, Schadensfeedback habe ich deaktiviert. Ja, ihr kennt das, ihr habt ein X mit einem Schild und so weiter. Dann seht ihr, welche Farbe das Schild hat. Moment, ich muss mal das Visier wegpacken. Das ist eine feine Sache und auch die Zahlen alles zu sehen und auch die Kreuze. Ihr seht hier, das Kreuz erst weiß und wenn das so rot groß aufploppt, dann wisst ihr, der Gegner ist down, wenn es zu weit weg ist und ihr habt es vielleicht nicht gerafft. Aber das sind alles Sachen, die mich mittlerweile so sehr nerven. Ich finde das schöner, wenn ich einfach nur noch den Gegner sehe und nicht irgendwelche Werte. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch viel konzentrierter und besser auf den Gegner aimen kann. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, viele haben sich in den letzten Apex-Livestreams gewundert, warum habe ich das Schadensfeedback komplett ausgemacht. Also die Zahlen. Ich rate euch, testet's mal. Macht's aber nur, wenn ihr mit Randoms spielt, wo ihr sowieso keine Callouts machen könnt, weil ihr die Stimmen nicht ertragen wollt. Macht das einfach mal aus und schaut einfach mal. Ich habe das Gefühl, dass ich die Gegner, und ich kann euch nicht sagen, warum es so ist. Ich habe aber das Gefühl, dass ich die Gegner besser treffe. Na okay, ihr seht, wie der Vorführeffekt so schön funktioniert. Ich meine, klar, die Bots, die stehen jetzt nur da, die wehren sich nicht.
ich finde trotzdem, dass ich die Gegner besser treffe. Ich weiß nicht warum. Spielt ihr natürlich mit euren Mates, ist das natürlich nicht von Vorteil, denn ihr wollt ja ein paar Callouts machen können und sagen, hier, der hat jetzt 133 Schaden kassiert, der braucht noch 2, 3 Schüsse, dann ist der down. Für die Callouts ist das zu deaktivieren natürlich äußerst blödsinnig. Aber ich finde, probiert's und gebt mir mal ein Feedback in den Kommentaren. Ohne Scheiß. Auto-Durchschalten der Waffe habe ich ausgestellt. Mir passiert das ganz oft, ich habe eine Waffe leer geschossen, dann wechselt der die Waffe auf eine Sekundärwaffe, vielleicht die Mosambik, und dann denkst du dir, Mensch, habe ich mich aus Versehen verdrückt, die Waffe will ich gar nicht spielen. Dann schalte ich wieder zurück auf die leere Waffe. Und das ist totaler Scheiß. Deswegen, so kriege ich, wenn die Waffe auf einmal nicht mehr schießt, weiß ich, okay, die Waffe ist leer, dann wechsle ich lieber manuell. Mir passiert das nämlich immer und immer wieder. Waffe leer, er wechselt automatisch auf eine beschissene Waffe. Weil wie oft hast du einfach ein bescheidenes Loadout? Und dann rennst du mit der falschen Waffe rum, als Sekundärwaffe. Ist halt kacke. Autosprint habe ich immer an. Das ist auch Geschmackssache, wie ich finde, denn du schonst deinen linken Analogstick. Und das ist das, egal ob du einen normalen Standard-Playstation-Controller hast oder einen Aim-Controller. Es ist immer ärgerlich, wenn der linke Stick kaputt geht. Und das ist so eine Sache, das ist wirklich das, was am meisten kaputt geht. Ihr müsst jedes Mal den Stick reindrücken, damit ihr sprintet. Das ist vielleicht für Leute, die gerne auch mal langsam laufen und nicht gehockt leise sein wollen. Ist das schlecht? Da kannst du Autosprint nicht reinmachen. Ich habe es immer drin, einfach um meine Controller zu schonen. So, was noch? Schadensfeedback. 2D ist für mich enorm wichtig. Ich hatte immer 3D, damit ich einen schönen 3D-Animation habe, wenn ich sehe, woher der Gegner mich angeschossen hat. Auch die Höhe ungefähr oder die Tiefe. Seitdem wir aber auf Olympus spielen und Horizon am Start ist, ist es oft so, hinter dir ist eine Horizon, die katapultiert sich 20, 30 Meter in die Luft mit ihrem Gravity Lift und dann schießt sie dich von hinten an und dieser 3D-Pfeil, der ist so bescheiden animiert, dass du manchmal nicht raffst, wo es herkommt. Deswegen habe ich 2D eingeschaltet, da hast du zwar nur einen 360-Grad-Kreis und dort wird dir aber 1A angezeigt, zumindest die Richtung. Okay, es ist hinter mir, ob das dann über oder unter mir ist, das stelle ich dann schon noch fest. Aber diese 3D-Animation ist zumindest für mich persönlich absolut hinderlich. Eine extrem wichtige Einstellung ist auch, erlittener Schaden schließt das Todeskistenmenü. Das ist mega eklig. Ihr kennt die Situation, ihr lootet eine Kiste aus der Hektik, weil ihr unbedingt die bessere Rüstung vom Gegner haben wollt, weil ihr im Gunfight seid. Und dann schießt euch von Weitem jemand an und ihr fliegt aus dem Loot-Menü raus. Nichts ist schlimmer, als dass du dir vielleicht ein besseres Körperschild als deins, weil es kaputt ist, looten willst und du fliegst aus dem Menü. Deswegen habe ich das immer angeschalten. Noch eine interessante Einstellung. Ich kenne diese Einstellung. Ich kenne fast kaum noch einen Streamer, der diese Farbenblind-Modis nicht schon getestet oder drinne gelassen hat. Ganz simpel, das Wichtigste für euch ist, ihr seht den Gegner ein Stück weit, also zumindest bestätigt mir das jeder irgendwo, wenn du den Farbenblind-Modus, egal ob du jetzt den zweiten oder den vierten reinmachst, das Rotpunktvisier ist dann nicht mehr rot, sondern gelb und gefühlt bestätigt mir jeder, dass du die Gegner ein bisschen einfacher siehst. Nachteil bei manchen Farbenblindmodis ist, dass du auf deiner Minimap die Dreiecke deiner Mates, die sind manchmal, je nachdem wo du dich auf der Map befindest und welchen Untergrund, bergige Landschaften. Dort gibt es teilweise Dreiecke, die wirken relativ grau oder braun und dadurch erkennst du manchmal nicht, meine Fresse ist, wo ist mein Mate? Manchmal hat man das Gefühl, der ist gequittet, da musst du unten links erstmal gucken, sind wir überhaupt noch komplett. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, auch das würde ich euch raten, versucht es einfach mal, testet es im Trainingsgelände. Sehr effektive Sache, wie ich finde. So, jetzt kommen wir zu den letzten beiden Einstellungen. Wir machen erstmal Sprint, Sichtfeld, Zittern. Das mag banal klingen, kann euch aber vielleicht helfen, gerade wenn wir ein hohes Sichtfeld haben. Ich mache einfach mal ein hohes Sichtfeld. Gerade wenn wir ein hohes Sichtfeld haben, könnte es sein, dass wir, wenn wir die Einstellung richtig getätigt haben, im Augenwinkel Gegner besser erkennen. Ich sprinte jetzt mal und schaut einfach mal. Ich werde mich nicht umher bewegen, ich sprinte einfach nur geradeaus. Ihr seht, wie es ein bisschen hin und her wackelt. Die typischen Laufbewegungen halt. Ich justiere einfach mal ein bisschen nach. Und je nachdem, wie lange ich laufe, desto ruhiger wird das Sichtfeld beim Hin- und Herwackeln. Ich sprinte nochmal, ich fange nochmal an. Es wackelt eine Weile und wird dann langsam immer ruhiger. Stellt das einfach mal auf minimal. Das müsst ihr auf der PlayStation mit Dreieck
Betätigen machen. Der übernimmt das sonst nicht. Wenn ihr da einfach nur drauf drückt und geht ganz normal raus, diese ganzen Parametereinstellungen bei den Controller, die übernimmt er sofort. Die müsst ihr nicht bestätigen. Aber bei Sichtfeld und minimalem Zittern, Gedöns und hast du nicht gesehen, müsst ihr das mit Dreieck bestätigen. So, ich habe jetzt minimal bestätigt. Und jetzt schaut mal, wie schnell sich das Wackeln minimiert. Zack. Und jetzt hast du kein Zittern mehr. Das ist zwar wirklich nur ein minimales Ding, aber vielleicht ist das das Minimale, was euch im Augenwinkel hilft, einen Gegner aus dem Augenwinkel einfach besser zu entdecken. Und das Letzte, was ich euch auch raten würde, vielleicht einfach mal zu testen, ist das allgemeine Sichtfeld. Ihr seht jetzt schon, ich bin ja extrem weit weg. Und wenn das hier ein richtiger Gegner wäre, der zweite Dummy, den treffe ich zwar, den sehe ich auch, aber den sehe ich auch nur, weil er rot ist und weil ich weiß, wo er steht. 110er Sichtfeld kann natürlich auch ein Nachteil sein. Ich habe zwar das Gefühl, je höher das Sichtfeld, desto höher ist auch der Aim Assist. Das kann aber auch täuschen. Der Punkt ist, je niedriger das Sichtfeld eingestellt ist, jetzt passt mal auf, jetzt übernehme ich das, zack, und jetzt zoomt das extrem nah ran. Und dadurch ist natürlich der positive Nebeneffekt, ihr seht die Gegner auf die Range besser. Ich habe aber das Gefühl, ihr schaut mal, wie sehr ich hier verreise. Ich habe extreme Probleme, den Gegner zu treffen oder auf den Gegner zu bleiben. Ich habe das Gefühl, na tolle Wurst, jetzt habe ich keine Munition mehr. So, nochmal. Also ich habe das Gefühl, dass ich, je niedriger das Sichtfeld eingestellt ist, desto schwieriger fällt es mir auf Distanz, die Gegner zu treffen. Der Nachteil ist halt, der Vorteil ist, du siehst die Gegner auf Range besser. Du hast aber ein eingeschränktes Sichtfeld nach links und nach rechts. Ich stelle das jetzt mal auf die Maximalstufe wieder. So spielen es wirklich viele. Achtung, es zoomt extrem weit raus. Du siehst die Gegner ein Stück weit schlechter. Aber ich finde, es ist einfacher, auf dem Gegner zu bleiben. Ihr habt es gesehen. Deswegen, probiert euch mal aus. Ich habe zum Beispiel normalerweise immer so 102, 103, 104, so die Drehe. Ich lasse es jetzt mal auf 110, weil wirklich viele damit spielen. Testet das aus. Nochmal der Tipp, aktiviert die Bots. Apropos Bots, ich zeige euch jetzt, wie ihr das aktiviert. Dazu nehmen wir einfach, ach, wir können ja eigentlich gleich beim Octane bleiben, glaube ich. Ihr müsst auf jeden Fall aus eurem Inventar, Moment, alles raushauen. Alles muss weg. Die Waffen raus, komplett leer. Und dann rennt ihr in den oberen rechten Tunnel. In diesen hier. In diesen müsst ihr reinrennen. Ich mache das zwar normalerweise immer mit dem Pathfinder. Aber mit dem sollte es auch funktionieren, wenn ich jetzt hier mich nicht vermache. Wo ist denn hier? Hier haben wir eine kleine Plattform. Diese. Da müssen wir drauf. Zack. Das hat schon mal nicht funktioniert. Das ist schon mal toll. Moment. So, jetzt sind wir hier oben. Und jetzt stellen wir uns hier hin an den Rand und hocken uns hin. Dann gehen wir ins Legendenmenü und wechseln die Legende. Diesmal wird alles anders. Und dieses Klacken hat uns gezeigt, es hat funktioniert. Moment. Und jetzt müssten die Bots eigentlich aktiv sein. Ich habe das vorhin... Die Bots sind aktiv. Laufen sie? Ich sehe es gar nicht. Ja, die Bots sind aktiv. Ich hatte das vorhin mit Pathfinder versucht und habe die ganze Zeit auf Wraith gewechselt. Das hat bei mir die ganze Zeit nicht funktioniert. Manchmal spackt das ein bisschen. So, ihr seht hier, die Bots sind auch schon aktiv. Die sind auch mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad ausgerüstet. Manche sind halt richtig dumm, manche sind aber auch richtig gut. Das Ding ist, dass ich jetzt hier kurz vorm Verrecken bin, was richtig geil ist. So, jetzt hau ich mir mal kurz was rein. Der ist wirklich dumm. Und dort könnt ihr dann einfach so ein bisschen wahllos auf die Bots ballern und das einfach mal ein bisschen testen, weil die reagieren wenigstens auch mal ein bisschen. Meine Good Wraith ist jetzt nicht meine Legende. Wo ist denn die? Ich will nicht die 99. Ich will die Flatline. So, jetzt hauen wir erstmal weg, weil die nerven mich schon schwer. Pack mir mal eins. Und hier könnt ihr einfach mal wahllos einfach ein bisschen eskalieren und die Einstellungen durchprobieren. Ich rate euch aber, wenn ihr hier die Bots aktiviert, geht hier nicht hier ins Menü, die hauen euch hier weg. Und wenn ihr ein goldenes Knockdown-Schild mitnehmt, die haben kein Mitleid mit euch, die rotzen euch trotzdem weg. Die machen euch tot. Wenn ihr dann aber oben wieder spawnt, sind die immer noch aktiv. Deswegen geht ihr irgendwo an die Seite, hier so am besten, stellt ein bisschen um. Und dann probiert euch wieder aus. Wie gesagt, gerade das mit dem Sichtfeld, das lohnt sich, das zu testen. Und dann seht ihr hier, was der Gegner ist. Also wie gesagt, Sichtfeld 110 ist schon sehr effektiv. Deswegen versucht einfach
dass ihr so weit weg wie möglich seid. Ja, okay. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, das war ausgiebig genug, aber nicht zu langweilig für die Leute, die es sowieso schon drauf haben. Ich möchte das nochmal betonen. Trainingsgelände. Probiert euch aus, testet, bevor ihr in das richtige Apex-Leben hineinspringt. Aktiviert die Bots, vergesst das nicht und vor allem testet alle Parameter für euch selber. Übernehmt das nicht 1:1 und denkt dann, ihr seid der absolute Pro oder sucht vielleicht im Internet nach Einstellungen und denkt, dann seid ihr der absolute Mega-Profi. Das ist alles totaler Schwachsinn und verspricht euch nur halbherzig, dass ihr damit besser werdet. Ich jedenfalls finde, wenn man ein bisschen experimentiert und sich 1-2 Stunden Zeit nimmt, dann merkst du einen gewissen Effekt, der aufgrund der Standardeinstellung einfach besser ist. Man muss halt nur wissen, was man da umstellt. Ladies and Gentlemen, das soll es von mir gewesen sein. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, da ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nicht verpassen wollt. Gebt mir vor allen Dingen in den Kommentaren ein Feedback. Hat's was gebracht? Habe ich vielleicht was vergessen, was ihr Controller-Settings technisch auch noch mit reingeballert hättet? Dann lasst mich das wissen. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Und falls wir uns bis zum neuen Jahr nicht nochmal sehen und hören, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.